Herzlich willkommen, liebe Trading-Freunde. Ich bin's Bullboss, bekannt aus dem Trading-Forum traden.de oder man kennt mich auch unter Daniel Schmanski. Und wir handeln heute die Endjahresrallye. Genau, wir wollen einen statistischen Trade eröffnen. Und zwar den DAX. Also die Wahrscheinlichkeit ist 84%, dass der DAX steigt innerhalb vom 15. Dezember bis zum 9. Januar. Genau. So sieht der DAX-Kurs gerade aus. Wir stehen bei 15.523 Punkten. Einstiegsmäßig gefällt mir das auch hier auch. Wir hatten einen kleinen Abverkauf in den letzten Tagen. Das liegt daran, dass die Anleger Angst haben hier vor der. Also die Anleger warten die FED-Sitzung ab. Da wird über die Zinsen entschieden. Danach sollte es wieder bergauf gehen. Oder je nachdem, was die Zinsen sagen, wieder bergab. Wir hoffen natürlich bergauf. Hier sieht es auch. Anleger verunsichert, US-Börsen im Rückwärtsgang. Ja, steht auch hier. Vor der bevorstehenden Zinssitzung. Gut. Ich möchte, also es gibt zwei Optionen, wie man das hier handeln kann. Entweder mit einem Optionsschein oder bei einem Broker mit einem höheren Hebel. Also ich werde den Trade eröffnen auf meinem NS-Broker-Konto. Hier habe ich noch 30.000 drauf. Knapp 30.000 müssten das sein. Jawohl, ich habe mir einen Großteil zu Pepperstone schicken lassen, beziehungsweise habe es mir ausgezahlt und bei Pepperstone eingezahlt. Und trade derzeit bei NS-Broker und zum größten Teil aber bei Pepperstone. Pepperstone bieten wir auch neuerdings als Broker an. Die haben einen Sitz in Deutschland, ist BaFin reguliert, deutscher Support, hat einen Sitz in Düsseldorf, top seriös, richtig geiler Broker, schaut euch den mal an. Aber in diesem Video geht es um den DAX Trade, den ich eröffnen möchte. Und zwar mit dem 30er Hebel. Ich habe euch für Leute, die einen Optionsschein handeln wollen, mal einen Optionsschein rausgesucht. Es hat einen konstanten 8er Hebel. Mit der WKN MA3VJM steht bei 16,55, hat einen winzigen Spread von nur 0,06%. Also das ist ein schöner Optionsschein, wenn man eine Option handeln möchte. Long in den DAX rein. Ja, ich bin hier auf diesen Optionsschein gekommen, weil mein Kollege Superhub. Hier sieht man ihn. Er handelt das selber hier. Und er hat sich diesen Optionsschein hier rausgesucht. Und genau. Er handelt das Ganze mit 100.000 Euro. Sein Ziel sind 30.000 Euro plus. 30% Rendite mit einem 8er Hebel. Ja, wir wollen das Ganze exakt genauso handeln, nur mit einem 30er Hebel. Und zwar bei NS Broker. By the way. Richtig cooler Typ hier. Ich liebe sein Trading Room. Ich bin auch ein Fan von Markus Koch. Hier haben wir sein Trading Room. Der ist richtig geil. Ja. Hat er hier noch einen Kanal mit seinem Trading Room? Nee, Champagner will ich hier nicht sehen. Ja, hier sieht man ein bisschen sein Trading Room. Wieso zeigt er den hier nicht so richtig? Visitors? Ja, auf jeden Fall geiler Typ aus Nürnberg. So, dann wollen wir eine Trade jetzt mal öffnen. Wir haben es nämlich den 15.12. 10:24 Uhr. Börse hat eben eröffnet. Alles ganz entspannt, ist ja ein Langzeit-Trade. Wir haben es nicht eilig. Und vom Einstieg her sieht das auch super aus. Dann öffnen wir mal den DAX hier. Ansicht, Marktübersicht. So, hier haben wir den DAX, öffnen natürlich das Bull Power Template. Da haben wir es. Wenn der Pfeil am Anfang komisch zeigt, immer kurz refreshen, dann sollte auch alles laufen. Pivot-Punkte brauchen wir nicht, RSI-Stochastik auch nicht. Trendkanal.
Blue Power Signal zum Kaufkraftindikator brauchen wir. Kaufkraftindikator unterkauft. Sehr schön. Ansonsten haben wir jetzt hier kein Signal. Okay. Tageschart. Okay, wir hatten den letzten Tage Abverkauf. Ist gut für den Einstieg. Und ja, jetzt fallen wir auch gerade. Okay. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt hier rein. Den halten wir bis 9. Januar. Von daher ist hier eine Analyse im M5-Chart macht nicht so viel Sinn, sondern im Tageschart. Und im Tageschart sieht das super aus. Zumindest Trendkanal. Hier sind wir am Trendkanal unten angekommen. Kaufkraftindikator im grünen Bereich. Das ist ein Signal für Long. Hier geht es jetzt nach oben in den nächsten Tagen zumindest. Kurzfristig sieht das für mich ehrlicherweise short aus. Aber wir handeln jetzt nach einer ganz anderen Strategie, nach der statistischen. Also, wir handeln nach der Statistik. Jetzt wollen wir hier mal einsteigen in den Trade. Ich check hier nochmal kurz alles. Ja, sieht gut aus. Neue Order. So, mit drei Lots sind wir jetzt hier rein. Das kann ich hier schließen. Ansicht Terminal. Okay. Freie Margin hätten wir jetzt noch 6.000 zur Verfügung. Die behalte ich, falls der Kurs in den nächsten Tagen in die Gegenrichtung läuft. Dann möchte ich hier nochmal nachkaufen. So sieht mein Plan aus. Ich lasse den Trade jetzt laufen und zeige euch das Ergebnis Anfang des nächsten Jahres, denke ich mal. Super. Also, wieso mache ich das Video? Damit du es gerne nachhandeln kannst. Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist statistisch gesehen bei 85%, dass der Trade aufgeht. Ja, viel Spaß, Happy Trading. Und was gibt's Neues anzukündigen? Wir arbeiten an einem ganz großen Update vom Template, vom Bullpower Template. Wir geben unser Bestes, dass es dieses Jahr online geht. Wir bauen auch ganz große Ankündigungen gerade jetzt. Ein Blog für traden.de. Ich muss den Link hier zensieren, aber ich kann ja mal einen kleinen Einblick schon mal gewähren, damit ihr seht, wir arbeiten hart an der Community, wollen hier stetig alles verbessern. So sieht die neue Webseite aus, die bald online geht. Gleichzeitig mit der neuen Webseite kommt dann das Template mit einem großen Update, Bullpower Template. Selbstverständlich, für alle, die eine Lizenz haben, können sich das dann kostenfrei updaten lassen. Und für diejenigen, die noch kein Bullpower Template haben, können sich das aktuell unter traden.de. Oh, das war die Kaffeemaschine, die so laut war gerade. Unter traden.de unter Bullpower Template holen. Sichert euch das Template, ist genial. Sichert euch das Template. Unsere beliebtesten Broker zurzeit sind NS Broker und Pepperstone. Pepperstone, alle Kunden sind richtig glücklich. Wirklich. Top seriös, BaFin reguliert, kann ich nicht oft genug erwähnen. Bedingung ist die Anmeldung über unseren Link. Ersteinzahlung von mindestens 250 € und 5 bis 10 Trades eröffnen. Dann kriegt ihr automatisiert den Download freigeschaltet für das Template. Oh, dann könnt ihr das hier herunterladen und kriegt dann eine Installationsanleitung und vieles mehr. Und natürlich kostenfrei bald das Update für Bullpower Template 2022. Seid gespannt, freut euch auf die neue Webseite, auf das neue Template und wir sehen uns. Happy Trading, viel Glück mit dem Trade.